Noch heißt es Wasser statt Sekt, doch wenn die Astoria so weitermacht, könnte es am Ende der Saison zu noch größeren Feierlichkeiten kommen. Nach dem gestrigen 3:0 gegen Hoffenheim 2 hat die Mannschaft von Matthias Born zumindest für den Moment die Tabellenspitze erobert. Es ist ein schöner Nebeneffekt, aber es ist mir schon sehr wohl einzuordnen, jetzt nach dem vierten Spieltag. Aber klar ist, mit dem Saisonstart sind wir sehr zufrieden. Wir haben ja auch schon letztes Jahr in der Rückrunde, wenn man die Rückrundentabelle nimmt, die wir mit 7. abgeschlossen haben, war schon eine positive Tendenz da und ja, bin auch froh, dass sich das gerade so fortsetzt. Insgesamt endete die vergangene Saison im unteren Tabellendrittel. Klingt schlecht, war aufgrund der verkorksten Hinrunde aber eine Riesenleistung. Nach aktuell 3 Siegen und einem Unentschieden zählt Walldorf zu den Überraschungsmannschaften der Liga. Ja, mit dem Ergebnis, aber auch mit dem Spiel heute war ich sehr zufrieden. Wenn ich Chancen sehe, erste Halbzeit, zweite Halbzeit für Hoffenheim, fallen mir nicht viel ein. 11 Meter, vielleicht noch eine gefährliche Situation. Im Gegenzug haben wir das sehr, sehr zielstrebig nach vorne gespielt. Ich glaube, Eckballverhältnis war auch mehr als eindeutig. Ja. Haben dann auch nach dem Eckball auch ein Tor geschossen. Ja. Für den Gegner gab es wenig Positives aus der Partie mitzunehmen. Insgesamt war die Mannschaft von Marco Wildersinn fast immer im Hintertreffen. Das Einzige, was man rausziehen kann, ist, Walldorf ist gut drauf, hat eine gute Mannschaft, war uns heute in vielen Belangen überlegen. Ja, wir sind von Anfang an nicht gut ins Spiel reingekommen. Und von dem her steht eine verdiente Niederlage und keine gute Leistung. Und da können wir nichts Gutes rausziehen. Gelegenheit zur Wiedergutmachung haben die Hoffenheimer schon am Sonntag. Dann gastieren die Kickers aus Offenbach im Kraichgau. Bereits tags zuvor empfängt Walldorf den FSV Mainz 05-2.